Willkommen ein weiteres Mal bei uns im Novisus Studio. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Steinzeit. Heute kommt Wissen, auf das die Welt schon lange gewartet hat. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Chemiker, Apotheker und auch wirklich tollen Typen Wolfram Kunz. Hallo Wolfram, grüß dich. Dankeschön für die freundliche Begrüßung, Robert. Ich freue mich sehr. Wir sind uns schon begegnet bei anderer Gelegenheit. Ja. Und ich habe festgestellt, das, was du zu sagen hast, das hat einen großen Mehrwert. Und zwar nicht nur für diejenigen, die krank sind oder die eine Lösung suchen, sondern für viele Menschen, die bewusst und auch gesund durchs Leben wandern wollen. Deswegen herzlich willkommen bei uns und ich freue mich sehr, dass wir in dein weites Feld der Schüssler Salze einsteigen können. Ich möchte dich kurz mal vorstellen, du bist studierter Apotheker und da gibt es eine große chemische Ausbildung dazu, habe ich erfahren. Also Jawohl. Du musst da Chemie studieren, genau. Richtig? Genau, ja? So ist es. Genau. Wir studieren Chemie von der Pike auf, haben auch Staatsexamen Physik, Biologie. Es ist sehr breit aufgestellt und sehr breit gefächert, das Pharmaziestudium. Man denkt immer, Apotheker, ja, der macht halt da im Laden oder so. Das ist ein richtig schwieriges Staatsexamen. Ja? Darf man sagen, ja. Also das ist gleichwertig wie ein Medizinstudium eigentlich, oder? Also ist das, vergleichbar nicht, auf alle vergleichbar Fälle. Vergleichbar auf ja, jeden Fall, ja, vom Anspruch. Genau. Wie viele Jahre geht das Studium? Also inzwischen sind es, glaube ich, 16 Semester. So. 16 Semester. Genau. Ja. Okay. Okay, also geballtes Wissen, das da wartet. Ja. Und du bist als Apotheker auch gleichzeitig mehr oder weniger, ja, dein Wissensdrang ist unerschöpflich, so habe ich dich kennengelernt. Du gehst quasi immer einen Schritt weiter und versuchst, das dir eigene Wissen weiterzuentwickeln oder weiter anzuwenden. Mhm. Wie bist du denn auf das weite Feld der Schüsslersalze gestoßen? Und natürlich müssen wir dann noch erklären, was Schüsslersalze eigentlich sind. Ja, wie bist du dazu gekommen? Ja. Gerne. Also mein Leben hat sich total verändert, als meine Schwester mich angerufen hat. Da schreibt eine Frau Müller-Frahling so tolle Artikel in einer Fachzeitschrift über Schüsslersalze. Ich mache die Ausbildung, komm doch mit. Und Gott sei Dank habe ich es gemacht. Das hat mein Leben verändert. Und, warst du skeptisch am Anfang? Hast du gedacht so? Sehr, sehr. Wenn ich denke, sie hatte mir schon Jahre vorher gesagt, nimm mal die Nummer 2. Und die war, das weiß ich noch, also Calciumphosphorikum Schüssler. Und die war bestimmt 2 Jahre im Schrank. Wenn ich daran denke, ich hatte das schon und habe das immer gedacht, naja. Und sie hat gesagt, doch, das hilft, das wirkt. Gell, so. Es hätte früher losgehen können, aber Gott sei Dank, also es ist nicht zu spät. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Das hat mir ein völlig neues Feld eröffnet. Ich kam mir ehrlich gesagt vor wie jemand, der auf der Autobahn seit 10 Jahren, ich war 10 Jahre Apotheker, fährt voll Karacho und merkt auf einmal, ich habe das erste Mal als Apotheker ganzheitliche Ansätze gehört, wie sie nur die Naturheilkunde kennt. Und das geht nicht nur mir so, ja. Also das lernt so kein Apotheker, kein Arzt eigentlich. Und da habe ich gedacht, also 180 Grad kehrt man diese ganz andere Richtung fahren und das ist sehr erfüllend. Okay. Wir hatten im ersten Jahr schon, ich habe dann erstmal so zaghaft, ja, stimmt es, also die Frau Müller-Frahling hat es rübergebracht, das ist sehr stark wirksam. Dann hatte ich so ein bisschen verzagt, angefangen so ein kleines Bootsregal, ein paar Schüsslersalze rein, ja. Mhm. Und das war ein Selbstläufer, weil es hat so toll geholfen. Wir haben die Empfehlung gemacht, wie es die moderne Biochemie bringt. Ja. Und ich weiß noch, im ersten Jahr allein hatten wir Erfolge überall, aber 11 Krankheiten, die Leute hatten das selbst genommen. Und dann zum Beispiel eine Trigeminusneuralgie, da sagt der Volksmund, das ist der Selbstmördernerv. Und eine 79-jährige Frau, wo es als heißt, da kann man nicht, also die ist schon zu alt und so, ja. Die hat 2 Jahre lang Attacken gehabt und nach 2 Wochen waren die Trigeminusneuralgie-Attacken weg. Migräne gilt als unheilbar, war dann weg. Ja. Schuppenflechte, die weiß noch, also 11 Krankheiten, die angeblich unheilbar sind, gingen allein nur durch Schüssler weg. Und das war schon durchschlagend. Dann war klar, das, was mir eigentlich beigebracht wurde an Homöopathie, muss man glauben, das ist ein Placebo-Effekt, das wirkt alles nicht, ist nicht wahr. Mhm. Ganz im Gegenteil. Und dann hat sich ein Tor nach dem anderen geöffnet. Ich habe einen Heilpraktiker gemacht. Und wie siehst du denn dann diese aktuelle Kampagne, oder was heißt aktuelle Kampagne, sondern immer wieder die Attacken gegen die Homöopathie, gegen Heilpraktiker? Es gibt ja massive Artikelfluten, es gibt massive Kampagnen seitens der Pharmaindustrie. Wie siehst du das? Wird da einfach also versucht, etwas niederzumachen? Sehe ich extrem so. Also ich finde, es ist eine richtige Hetze. Und wer wirklich Naturkunde kann, weiß, wie die Leute das mögen und wie stark das hilft, dass sie regelmäßig nachgehen, aber es wird mit Macht unterdrückt. Mhm. Und muss jetzt auch sagen, der Herr Böhmermann, ja, also soll sich vielleicht nicht rauslehnen für ein Ding, wo er keine Ahnung hat, irgendwie Witze zu machen. Ja. Gab es einen aktuellen Anlass dazu? Ja, also er hat die Homöopathie zerrissen anscheinend und es wäre nicht wirksam. Also
Okay. Ja, also das weiß ich nun wirklich nicht. Der hat halt ein neues Thema für eine Sendung gesucht. Das ist ja. Naja, okay. Okay. Mhm. Aber hilf mir doch mal bitte zu verstehen, was Schüssler eigentlich heißt. War das ein berühmter Chemiker oder was heißt Schüssler Salze eigentlich? Ja, Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler hat vor ca. 150 Jahren seine Heilweise entwickelt und er sagt, ich gebe dem Körper nur in Anführungszeichen die Mineralien, die sowieso im Lebewesen, im menschlichen Körper vorkommen. Aber jetzt kommt es, eben ganz feinstofflich aufbereitet, potenziert, wie die Homöopathie das macht. Und da stellen sich wirklich regelrechte Supereffekte ein. Also sprich, das Grundprinzip ist die Homöopathie, die Hochpotenzierung, die, Idee, die Verdünnung. Ja. Zubereitung, ja. Okay. Ja. Und was hat es mit den Salzen? Wird es dann in einem Salztopf bereitet? Oder wäre es ganz also das naiv kann man sich vorstellen. Ja. Also in unserem Körper kommt das Mineral vor, Calcium-Phosphoricum zum Beispiel. Und die Herstellung erfolgt so, dass dann wirklich ein kleines Calcium-Phosphoricum-Bröckchen wird zermörsert, dann verdünnt, mit Milchzucker nochmal verdünnt. Also die Herstellung ist wie bei der Homöopathie. Mhm. Und wenn das 6-mal verdünnt wird, ist es eine D6, ne, und so weiter, D12. Und, wir sprechen da von einem Bereich, wo es eigentlich chemisch schon fast nicht mehr nachweisbar ist. Mhm. Und dann natürlich sagt die Schulmedizin, wenn ein Wirkstoff nicht vorhanden ist, dann kann es auch physikalisch nicht wirken. Ja. Ja, wobei es bei Schüssler schon so ist, dass wir nicht in die Bereiche kommen, wo es nicht nachweisbar wäre. Also es sind schon sehr hohe Verdünnungen, wo man, ich sag mal, mit gesundem Menschenverstand sagen würde, ja eigentlich kann das nicht wirken, ja. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, ist immer besser. Eisen zum Beispiel, ja, das ist jetzt in der D12, das ist 0,00001 Gramm dann Eisen drin. Und jetzt müsste man mit gesundem Menschenverstand sagen, ja, nehme ich doch hochdosiert Eisenkapseln und fülle mein Eisen auf. Was brauche ich dann so Minimenge irgendwie, ja. Jetzt habe ich gerade einen Fall gehabt, eine Frau, Eisenwerte ganz unten bei 9,7, hat 2 Wochen Schüssler-Eisenprogramm gemacht, wir machen auch ein bisschen Blutbildung und die Werte fast verdreifacht auf 27,5. Mit welcher Nummer hat sie das genommen? Das ist die Nummer 3, ne? Die sind einfach durchnummeriert. Wenn die Schüsslerianer mit Zahlen um sich werfen, das sind nicht die Lottozahlen, also, sind einfach durchnummeriert. Ne? Und Schüssler hatte schon 12 Salze entdeckt, die im Körper vorkommen. Und nach Schüsslers Tod wurden die Messmethoden feiner. Da hat man entdeckt, es kommen noch mehr Mineralien vor, die wichtig sind, alle ihre Aufgabe haben. Und inzwischen sind wir bei 33. Es gibt 33 verschiedene Nummern, sozusagen. Genau. Okay, und ich habe jetzt zum Beispiel hier die Nummer 4 genommen. Da steht drauf, Kalium Chloratum D6. Also genau. D6 habe ich jetzt gelernt, ist die sechsfache Potenzierung. Genau. Und Kalium, Chloratum, Kalium und Chlor, oder was? Ja, also ein Salz besteht immer aus Kation und Anion, nur dann kann es aufgenommen werden. Mhm. Also ich könnte jetzt kein metallisches Eisen aufnehmen und damit meinen Eisenbedarf decken. Also selbst wenn man eine Eisenstange knabbern könnte, ich würde es nie aufnehmen. Ja? Okay, sondern okay. Es muss immer ein Salz sein, oxidiert, ne, zum Beispiel. Wenn also ein Eisenoxid und Minus. Oder so. Ja. Genau, ja. Dann kann es nämlich erst gelöst werden und nur was gelöst ist, kann dann aufgenommen werden von der Zelle. Ah, ich verstehe. Und das kommt dann in Form von so kleinen Kapseln. Daher. So kleine Tabletten gibt es. Sieht aus wie Tabletten, aber es ist eigentlich keine Tablette im herkömmlichen Sinn, sondern ist das Trägermaterial? Milchzucker. Das ist praktisch ein gepresstes Mineralstoffpulver. Also die Vorstellung Tabletten ist irgendwo auch schade, weil dann hat man das Gefühl, ja, das ist doch wieder eine Tabletteneinnahme. Stell dir einfach vor, ein Mineralpulver, das potenziert ist, Milchzucker, und dass man es halt portionieren kann, in Tabletten gepresst. Es steht auch die Zahl drauf, das ist praktisch. Das ist toll, ja. Genau. Ja. Und wie nimmt man das jetzt zu sich? Einfach in Wasser auflösen? Oder in Wasser auflösen, kleine Schlückchen trinken oder einfach lutschen. Okay. Und beim Lutschen, darfst du gerne mal machen, wird es über die Mundschleimhaut resorbiert. Du gibst ja praktisch eine Mineral-Mikro-Infusion. Ja. So. Genau. Die Mineralien sind sehr nah an Lebensprozessen dran. Nehmen wir mal den Fall, jemand bricht zusammen, der Notarzt kommt, was macht er? Also so hat jeder schon mal gehört. Gibt da eben jetzt eine tolle Vitamininfusion, Antioxidantien oder irgendwas. Jetzt würde man denken, irgendwie das Beste vom Besten. Ja? Was gibt da? In Anführungszeichen eine lumpige 0,9%ige Kochsalzlösung. Ja? Das ist das, was sofort die Lebensgeister aktiviert und Lebensfunktion wiederherstellt. Und Kochsalz ist Natriumchlorid. Genau, ne, so. Und das ist aber noch feiner. Okay, also das ist die Grundsubstanz von den Schüsslersalzen. Genau. Und jetzt, das ist ja vielen Leuten schon lange bekannt. Was ist jetzt das Besondere, was war für dich das Besondere, dass du in den Schüsslersalzen erkannt hast? Ist dir das in deiner Ausbildung
als Chemiker, als Apotheker jemals begegnet, mhm, dieses Thema? Ich habe mich immer für solche Dinge interessiert. Ich weiß, wir haben so viel gelernt, so dicke Bücher und Chemie und Physik. Ich weiß noch, so einen kleinen Artikel gab es dann über Alternativmedizin im Buch und da war ein bisschen über Schüssler gestanden. Ich fand das ganz interessant. Und das wird aber nicht mal angesprochen. Ich habe das nur gelesen dann, mhm, so. Mhm. Ja, also es wird eigentlich komplett vernachlässigt. Okay. Und was ist das jetzt, das Entscheidende, was für dich da eine neue Welt aufgemacht hat? Ist es eine Ergänzung, ja, zu deiner bisherigen Arbeit oder ist es ein komplett neues Feld, was sich da aufgemacht hat? Komplett neues Feld und Erfüllung. Also die Pharmazie hilft mir, um viele Dinge schon zu verstehen. Ich weiß halt von der Pike auf einmal, was ein Salz ist, diese Grundlagen. Aber die Wirkung von Schüssler ist so gigantisch, wie es die moderne Biochemie betreibt. Wir geben jetzt eben nicht mehr wie früher. Da hat man nur eine Nummer gegeben, nur 3 Tabletten am Tag und nach einer Woche aufgehört. Mhm. Und das war praktisch wie die Vollbremsung beim Ferrari. Und jetzt geben wir richtig Gas und sagen, jetzt powern wir, geben Kombinationen, die sich gegenseitig ergänzen, auch über längere Zeit. Mhm. Die Leute kommen zu mir, ich mache so ein 100-Tage-Programm nach Antlitzanalyse Dr. Schüssler. Wir können nach Schüssler sehen, egal welche Stoffwechselprozesse im Körper ablaufen, bis hin zu Krankheiten, das wäre fast egal, am Schluss zieht es die Mineralien. Und wir können dieses Relief sehen, auch an ganz typischen Symptomen erfragen, mhm, und legen dann individuellen Therapieplan fest. Und dann haben wir dann, also die Leute schreiben mir Dankesbriefe, also die sind von der Qualität so, die können wir jetzt nicht alle machen, ja, mhm, aber das, mhm, ist wirklich in der Breite und Qualität durchschlagend. Und das sind Berichte oder vielmehr Briefe, die du bekommen hast. Ja? Genau, die schreiben mir die Leute. Handschriftlich oder wie auch immer. Ja, also ich bestehe mal drauf, dass die Leute halt so ein klein bisschen wenigstens unterschreiben. Früher hatte ich gesagt, schreiben Sie mir was. Und ich sage, ja, ich schreibe Ihnen das dann. Und inzwischen machen wir es direkt bei der Nachbesprechung, nehmen jeden einzelnen Punkt auf, der verbessert wurde. Und das ist dann wirklich sehr überzeugend. Und seither wächst der Ordner insofern rasant, wie gesagt, früher die Leute sind dann gesund, das Leben ruft wieder, ja, und dann kamen die Briefe doch nicht, aber seit ich das mache, es ist zuverlässig, ist ein Konzept. Nun 10 Monate später und nach regelmäßiger Einnahme von Herrn Kunz empfohlener Schüsslersalzen sind viele meiner Beschwerden ganz verschwunden und manche auf dem Weg der Besserung. In Großbuchstaben und das alles ohne Nebenwirkungen. Mhm. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau F. aus Stuttgart. Mhm. Okay. Also das gibt dir natürlich, ja, die Bestätigung, dass du da auf dem richtigen Weg bist. Hat dich das überrascht? Die Wirkung meinst du jetzt, oder? Sowas, dass das so, hast du bei normalen Patienten in der Apotheke solche Briefe schon mal bekommen? Nein, niemals, nee. Also das ist ja das Erfüllende, dass man wirklich Menschen gesund machen kann. Dann, wenn ein kleines Mädchen kommt, die hat Migräneattacken, zuverlässig praktisch alle 2 Wochen. Die Eltern haben Angst, dass da ein Tumor im Gehirn ist, haben die in die Röhre schieben lassen. Und die war bei der Antlitzanalyse. Ich habe genau gesehen, was sie braucht. Magnesium, Silizium, aber halt ganz fein als Schüssler. Mhm. Therapieplan festgelegt. Und ich weiß im Nachhinein, als hatte ja alle 2 Wochen diese Attacken. Und die Eltern kamen 8 Wochen später, die kamen damals schon von weiter, kamen noch einmal in die Apotheke und haben gesagt, seitdem sie raus, seit Anfang Schüssler zu lutschen, keine Migräneattacke mehr, nie wieder. Mhm. Ja. Und dann steht so ein kleines Mädchen vor dir und ich werde nie die Augen vergessen, wie die dich anguckt. Ich bin so viele Jahre bei so vielen Spezialisten und wird ja irgendwo auch malträtiert. Ja. Und der hat es irgendwie raus, der weiß es. Ja. Und das bin ja nicht ich, ne. Das sind die alten Ärzte mit ihrem überragenden Wissen. Okay, und das kleine Mädchen hat erkannt, dass du ihr in dem Moment natürlich das Leiden gelindert hast. Das weiß es ja, genau. Ja, das verstehe ich schon, ja. Okay, das gibt natürlich dann... Das ist ein Push, ich freue mich auf den Tag. Kommt wieder jemand zur Beratung? Also die Basis deiner Arbeit ist mehr oder weniger jetzt eine Analyse des Mangels der verschiedenen Patienten und dann erarbeitest du aufgrund von deiner Expertise genau einen Plan, der braucht das und das und das Mineral so in der Reihenfolge. Ganz genau, oder? So ist es, genau. Okay. Und der Kombination vor allem. Mhm. Genau. Und jetzt hast du gerade ein Wort erwähnt, das möchte ich jetzt näher verstehen lernen, Antlitzanalyse. Genau. Also Antlitz, ich nehme mal das Antlitz, wie das jemand ausschaut, Gesicht, ja, genau. Du gehst gar nicht jetzt in den Blutwert hinein oder Stuhl, Urin, sondern irgendwelche inneren Werte, sondern du guckst den Mensch an und kannst daraus schon schlussfolgern, was der braucht. So ist das es, das klingt jetzt ein bisschen seltsam für den westlich geprägten Menschen. Mhm. Ja. Auf Wikipedia steht, das wäre alles unzuverlässig und unwissenschaftlich. Seither bin ich vorsichtig, auch alles zu glauben, was auf Wikipedia steht, weil ich weiß es nun wirklich, weil es funktioniert ja offensichtlich. Mhm. Und
Ja, also ich hatte dann das Glück, nachdem ich gelernt habe, dass man wirklich das am Gesicht sehen kann, vielleicht da auch zu dieser Skepsis noch was. Also bei einer Pflanze ist es bekannt, ein Gärtner sagt ja, diese Melisse hier, die gedeiht nicht so richtig, weil da viel Kupfer im Boden. Ne? Oder bei Äpfeln gibt es also zum Beispiel diese kleinen verborgenen Krater, hat man schon mal gesehen, so, kennst du die, so kleine Einbuchtungen. Ja. Und das ist bekannt, das kommt durch einen Kalziummangel im Boden. Und das hat auch der Apfel. Und das ist so klar, dass es in Deutschland verboten ist, die Äpfel nachträglich schnell in so ein Kalziumbad zu legen, weil das dann kaschiert würde, ne? Nur äußerlich irgendwie. Dann würde sich das anscheinend noch ein bisschen verbessern, ne? So optisch. Aha. Also bei Pflanzen ist das völlig klar, nur beim Gesicht soll man das nicht lesen können. Wieso nicht? Natürlich kann man es sehen. Man kann es an Fältchen sehen, an Färbungen und sagt das alles was. Und nachdem ich dieses faszinierende Feld kennengelernt hatte, also das waren Zufälle in meinem Leben, das geht auf keine Kuhhaut, auf Deutsch gesagt, hatte ich auch erfahren, dass man auch Organschwächen im Gesicht lesen kann. Das ist die Pathophysiognomik. Die hat Natale Ferronato entwickelt. Das war ein Genie, eine Naturbegabung. Der war als Kind, seine Mutter war Krankenschwester im Krankenhaus und die Ärzte waren um die Patienten rumgestanden. Diagnose ist eine schwierige Sache, keine Frage. Und er hat als Kind schon gesagt, aber das sieht man doch, ja. Also der hat diese Pathophysiognomie entwickelt. Und das sind, kann man sich so vorstellen, es ist bekannt, bei den Fußsohlen haben wir ja Reflexzonen. Ja. Und die sind überall im Körper so, im Gesicht auch. Und da kann man genau sagen, zum Beispiel die Oberlippe ist der Dünndarm, Dickdarm, rechts haben wir die Leber, Bauchspeicheldrüse, Milz, ne, so sagen wir die drei Musketiere in der Pathophysiognomik. Das ist dann zum Beispiel oft auch geschwollen, wenn da jemand Probleme hat. Ja. Ne, oder von der Färbung her, ein Leberstau ist schon gelb. Ne, letztens hatte ich jemand, da waren das so richtige kleine Hubbel, war geschwollen. Ne, so. Ja. Und also ich sage mit der Pathophysiognomik, also Das ist der lateinische Ausdruck für Antlitzanalyse, oder? Das ist Antlitzanalyse heißt nach Schüssler. Wir sehen auch keine Krankheit in dem Sinn, sondern nur egal Stoffwechsel, der schlecht läuft oder eine Krankheit, die dann einfach Mineralien zieht. Ne? Und wir können das aber eins zu eins übersetzen in die Mineralwirkung dann. Aha. Und ich habe noch eine zusätzliche Ausbildung in dieser Pathophysiognomik. Erklär das mal ein bisschen näher. Genau. Was heißt also Pathophysiognomik? Ist die Krankheit. Ist ja, Physiognomie ist ja das Ausschauen von genau, einem Menschen, oder? Genau. Und dann sieht man eben diese Organschwächen. Also es ist zum Beispiel sehr spannend, dass wenn der Dünndarm, verkümmert, sage ich es mal im weitesten Sinne, dann sieht man das auch reflektorisch. Ich weiß noch, wo ich zur Naturkunde kam, war meine Oberlippe, die war zum Beispiel so ein bisschen eingeschrumpelt, hatte nicht mehr so eine rosige Färbung, war ziemlich dünn geworden. Und mein Ausbilder, Herr Halstenberg, hat gesagt, naja, du bist aber auch nicht so viel besser. Ja, du machst die Naturkunde. Aber ich sage, ich bin hier gerade erst 2 Jahre dabei. Ja. Also das dauert vielleicht, bis man sowas aufarbeitet. Und das Fantastische ist, ich mache jetzt sehr viel Darmsanierung, selber auch, ich mache alles, was ich den Leuten predige. Und interessanterweise hat sie es tatsächlich über die Jahre, das geht nicht von heute auf morgen, meine Oberlippe wieder eine Färbung bekommen und sie ist deutlich dicker geworden auch wieder. Wenn das die Models dieser Welt wüssten, anstatt aufspritzen, also das Gesicht zeigt auch wirklich Gesundheit an. Jetzt hören also plötzlich mehrere Leute zu. So, was? Ja, genau. Also der Herr Halstenberg, das ist auch ganz spannend, der hat auch ein voriges Leben gehabt, da war er im technischen, elektrischen Beruf. Und der hatte gar nichts mit so einer Naturkunde zu tun gehabt, der war aber bei so einer Messe im Vortrag. Und der Natale Ferronato, der diese Pathophysiognomik entwickelt hat, ging raus und im Vorbeilaufen hat er zum Herrn Halstenberg gesagt, der war so an der Tür gestanden, Sie haben mal einen Rechtsschenkelblock erlitten. Und das ist nicht nur ein Rechtsschenkelblock, das ist eine haarscharfe Diagnose von Herzunfall. Und das war tatsächlich so, der Herr Halstenberg hatte einen Elektroschockenunfall. Das darf man sagen, das erzählt er selber. Ne, so. Und nachdem der so eine messerscharfe Diagnose gestellt hat, im Vorbeilaufen, hat er den so begeistert, dann hat er diese Ausbildung Moment, gemacht. Moment, bleib mal der hier, was hast, wie, auch woher hier. Weißt du das? Ja. Genau, war 11 Jahre bei ihm. Und wie gesagt, diese Zufälle in meinem Leben. Und dann habe ich gehört, es gibt auch diese Pathophysiognomik und habe angerufen beim Herrn Halstenberg, ja, meine Kurse sind voll, ich bin in Hannover. Ich sage, oh Gott, nach Hannover fahren. Und dann hat er gesagt, ja, aber meine Frau, Freundin, die ist in Sindelfing. Dann ist ja, komm, dann machen wir hier Kurs, trommeln ein paar Heilpraktiker zusammen. Und dann durfte ich auch die Pathophysiognomik erlernen. Also ich kann Gesicht lesen wie ein Buch, darf ich echt so sagen. Ist auch viel Erfahrung inzwischen. Und die Natur zeigt sehr viel. Ich verachte keine andere Diagnostik. Also es soll alles unternommen werden, diagnostisch, um Menschen zu helfen. Ich gucke mir gern Blutbilder an. Aber es ist auch sehr wichtig und sinnvoll, die ganzheitlich interpretieren zu können. Mhm.
Also du machst jetzt kein Bashing für andere Ärzte, Kollegen oder Nein, sonst irgendwas, nee. sondern was du betreibst, ist eine sinnvolle Ergänzung zu dem, was es gibt. Mindestens, ja. Ja, so, um es Ja, mal neutral genau. auszudrücken, ja. Weil ich will keinen Mediziner irgendwie schelten, der ein Auf anderes auf Verfahren keinen Fall, anwendet, ja. genau, ja. Weil der halt, der hat recht, ja. Paracelsus Ja, also ich hat's habe mich ja auch gesagt. in Hände von Genau. Schulmedizinern begeben und das hat auch Ja. funktioniert. Ja. Ich muss gestehen, ich Ja. hatte damals auch schon 2013, bevor ich durch diesen Looping gegangen bin, habe ich auch Schüssler schon kennengelernt, Ja. aber offensichtlich nicht mit dem nötigen Verständnis und mit der nötigen Relevanz, weil ich hatte etliche Schränke, also etliche Dosen zu Hause stehen. Wir hatten in einer Apotheke mal einen Kurs mitgemacht. Da war in einer Apotheke eine Heilpraktikerin da, die das vorgestellt hatte. Aber ich habe bei weitem nicht dieses Feuer entdeckt in ihr, das du hattest. Ja, die hat halt da erzählt und erzählt und erzählt und machen Sie das mal. Das klingt in deinen Augen und deinen Worten ganz anders, ja. Ja. Also es ist zuverlässig und überragend. Ich meine, Warum hat es noch niemand es ist. gecheckt, dass das eigentlich so ein Potenzial hat? Weil du sprühst ja vor Feuer, vor Ja, Begeisterung, ist ja, so. so, ja. Also ich hatte natürlich als Apotheker, du hast vorhin die Skepsis angesprochen, auch immer gedacht, wenn die Naturheilkunde so stark ist, wie manchmal Ja, behauptet wird, ja, ja. warum hört man das nicht? Warum wird das nicht dokumentiert? Ja? Und dann habe ich erst in der Heilpraktikerausbildung richtig erfahren, dass es ja das Heilmittel-Werbeverbot-Gesetz gibt. Das heißt, ich darf nicht vorher, nachher sagen, der kam, ich darf das so allgemein, ja, aber ich darf es im geschlossenen Raum, wir haben noch freie Meinungsäußerung, aber ich dürfte jetzt hier nicht sagen, so, wenn ich jetzt hier einen Brief vorlese, ja, dann stehen die Leute bis Berlin Schlange. Ne, so. Also es ist wirklich umfassend, was man damit teilen kann, aber ich darf es nicht. Ne, so. Ich darf jetzt nicht konkret sagen, vorher, nachher Bilder machen oder so etwas. Und das ist natürlich ein Jammer und sehr bitter für die Naturheilkunde. Und der Grund, warum das so ist, ich weiß es vielleicht die Antwort schon, aber vielleicht kannst du es mal ausdrücken. Hat da jemand Angst davor, oder? Ja, würde ich so mal im Raum stehen lassen, ja. Können wir mal einfach Ja, mal ins Feld genau. abgeben, ja. Mich interessiert dieses Phänomen, im Gesicht sind die Krankheiten. Also manchen Ja. Menschen kann man das wirklich ansehen, dass sie offensichtlich keinen gesunden Lebensstil haben. Ja. Auch ohne, dass ich jetzt, auch als Laie sehe ich bei manchen Menschen, die so gerade Alkoholiker haben, so ganz große Poren in den Nasen, weißt du so, das Gesicht verändert sich, wenn jemand viele Drogen zu sich nimmt. Du siehst, dass der permanent. Sehr fein beobachtet. Ja, also Bestimmt ich haargenau, merke dann ja. schon, ich Ja. habe oft, wenn ich Gleichaltrige sehe, die haben manche, die sehen älter aus, sage ich jetzt einfach mal, ja, Genau. obwohl man mir das langsam auch ansieht. Aber wie fein Ja. justiert sind denn da deine Beobachtungen? Also ich meine, das muss ja dann auch so fast wie eine Marotte werden, dass du Leute in Ja, der ist so. S-Bahn Ist schon genau. so im Vorbeigehen, hier einen Zettel, nehmen Sie das mal Ja. und so. Ja, ich würde es genauso sagen, wie es du angesprochen hast. Warum soll man das nicht sehen können? Ich meine, wenn der Sprössling irgendwie Partynacht gemacht hat, kommt morgens an den Frühstückstisch, sagt die Mutter, du hast zu lang gefeiert und zu viel gezecht. Das kann man ja prinzipiell sehen. Und warum soll man das nicht genau sehen können? Eine genaue Beobachtung. Ne? So. Natale Ferronato ist mit seinen Schülern in den Wald gegangen, hat denen erstmal gelehrt, guck mal die verschiedenen Grüntöne am Baum. So. Wir haben das verlernt, so ganz fein zu gucken. Und das ist aber sehr zuverlässig. Ah, es ist also nicht Genau, nur es ist die einfach Art eine und Weise, was du Verfeinerung, siehst, ja. sondern auch die Nuancen, die du Genau, erkennen musst, ja. Also hier ein Fleck oder Und da eine Färbung so, und da eine Schwellung und und dann, wie gesagt, auch ganz typisch eben Überschüssler, ich kann es ja doppelt lesen, die Symptome, die dann entstehen, ne, so. erklär das mal in Beschwerden, anderen ne, so zum Worten. Beispiel. Also, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal Calcium, weiß jeder, das ist ja dazu da, als Baustoff, um Knochenzähne aufzubauen. Wenn jetzt, wir sind in einer Gesellschaft, die sich ziemlich schrottig ernährt, teilweise muss man sagen, ja, sehr übersäuernd, dann zieht die Übersäuerung die basischen Mineralien aus den Speichern raus. Und das hat dann ganz konkrete Wirkung, die wir praktisch mit diesem Wissen, wie du so eine Mikro-Röntgenbrille erkennen können. Also jetzt zieht zum Beispiel das Kalzium raus und Kalzium macht Muskelkontraktion. Ja? Und dann haben die Leute zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, ja? Nackenverspannung, Krampfthematiken, weil das einfach zu viel rausgezogen wird. Ja? Im optimalen Gesundheitszustand sollen sich im Speicher 99,6% vom Kalzium befinden, in Knochen, in Zehen vor allem. Und
um diese Funktion im Körper auszuüben, reichen, das ist eine Power-Substanz, 0,1% im Zellzwischenraum, in der Zelle 1%, also minimal. Und damit kann ich zum Beispiel Sport machen, ne? Muskelkontraktion. Mhm. Ich spreche von 0,1%, da hört man, das ist eine richtige Power. Wenn das jetzt 0,2% rausgelöst wird durch Übersäuerung, wird es rausgezogen, da hat man schon doppelt so viel wie physiologisch normal vorgesehen. Und das kann dramatische Auswirkungen haben. Woher kommt denn diese Übersäuerung? Ist es richtig, dass der verstärkte Milchkonsum bei uns auch mit dafür verantwortlich ist, weil da irgendetwas neutralisiert werden muss, Laktase und ich krieg's chemisch nicht auf die Reihe? Sehr richtig. Ja. Also ich sag mal kurz, was alles übersäuert. Im Prinzip muss man sagen, alles, was wir im Schlaraffenland zu uns nehmen. Also das sind tierische Fette, tierische Eiweiße, zu viel Zucker. Im Prinzip alles. Also nehmen wir mal eine Mahlzeit, zum Beispiel ein Steak übersäuert, Pommes übersäuert, Mayo, Ketchup übersäuert, Weizenbier übersäuert, Kaffee, Pralinen, Zigarette. Ja? Jetzt kommt hier ganz normales Mittagessen. Ja, genau, so, normales Mittagessen. Ja. Jetzt entsteht hier eine Säureflut im Körper. Und um die Übersäuerung mal begreifen zu können, stell dir mal vor, dass es nicht so abstrakt bleibt. Stell dir vor, du dürfst ein Bad nehmen. Möchtest du das in Wasser oder in Essig? Naja, blöde Frage, wie würde man sich fühlen? Ja, das wäre aggressiv, würde überreizen. So. Ja, ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, die meisten Körperflüssigkeiten sollen aber leicht basisch sein. Und wenn jetzt durch so eine Ernährung, eine Mahlzeit, das kommt aber jeden Tag und so weiter, ja, sich das ansammelt, wir bestehen zu 70% aus wässriger Flüssigkeit, aus Wasser, das Gehirn zu 90%, und dann wird diese ganze Flüssigkeit sauer. Dann befinde ich mich wie in einem innerlichen Säurebad drin. Und in diesem Sauren, kann man wohl begreifen, entstehen alle Krankheiten. Was ist Rheuma? Das ist einfach eine Übersäuerung, die dann die Gelenke anfrisst. Da sind auch basische Mineralien drin. Ne? Die Krebszelle ist sauer, weiß man. Die Pilze kommen im Sauren. Also im Sauren, in diesem Säurebad, da werde ich Schmerzen haben, es wird mich zerfressen. Mhm. Und wenn man das nicht begreift, kann man keinen Menschen gesund machen. Das ist eine Basis-Hausaufgabe, sollte das jeder Medizin sein, dieses Verständnis, einen Menschen zu entsäuern. Also ich kann mich natürlich jetzt vor jemand hinsetzen, der jetzt mal bildlich gesprochen, ja, in diesem Säurebadewanne drin sitzt, der schreit vor Schmerzen, die Haut ist rot und gereizt und juckt und so weiter. Und dem kann ich jetzt ein Schmerzmittel geben, probier mal aus, ob es dir besser geht, oder ein Antibiotikum oder mal Cortison gegen die Entzündung, ja, oder ich würde den mal nehmen und jetzt hätte ich beinahe gesagt, verdammt nochmal, aus diesem Säurebad mal rausholen und dann gucken, was dann passiert. Ne, was ist Gicht? Angeblich eine unheilbare Krankheit, das ist einfach zu viel an Harnsäure. Und Harnsäure wird gebildet durch Konsum von Schweinefleisch zum Beispiel. Ne? Mhm. Dann lässt man das mal weg, dann wird es schon besser. Und da gibt es heute Maßnahmen der Naturkunde, auch gerade mit Schüssler, das wäre die Nummer 9, um den Menschen Richtung Basis zu bringen, mit basischen Bädern, diese Säure einfach rauszuholen. Und was da allein schon geheilt wird, also das ist schon fantastisch, aber das ist dann schon die Grundlage, da kann man noch viel feiner weiterarbeiten. Mhm. Aber wenn ich das nicht mache, das kann man sich wohl vorstellen, jetzt bleiben wir bei dem Bild, der hängt immer in diesem Säurebad drin, da kann ich in den reinschütten, machen, was ich will. Ich werde ihn nicht gesund machen können, dann ist es wirklich unheilbar. Also der Schweinebraten am Sonntag, der sollte dann bei Beschwerden schon mal verschwinden. Zum einen, sollte seltener sein, genau. Also eigentlich machst du ja ein Credo für das vegane Leben, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ja. Das Einzige, was ich sehe, wenn Veganer oder Vegetarier zu mir kommen, liebe Leute, passt bitte auf, dass ihr Eisen bekommt. Das ist nun wirklich was, Eisen, B-Vitamine über Fleisch. Also man soll eben Fleisch auch nicht im Übermaß. Gibt es da kein Substitut dazu, dass man das doch irgendwie... Ja, Schüssler Eisen. Aber jetzt und mal ohne Schüssler Eisensaft gesehen, kann ein Veganer nicht auch durch andere Produkte diesen Eisenmangel ausgleichen? Man muss da sehr drauf achten, wo Eisen drin ist. Rote Beete, Dauer und so. Aber ich muss sagen, wirklich, Leute, macht mal eine Schüssler Eisenkur und das ist so zuverlässig. Mhm. Kann man die Uhr nachstellen, Eisen ist okay. Okay, es funktioniert einfach. Das wäre mein Vorschlag. Weil ich habe mal eine Zeit lang vegan gelebt, das war mir dann irgendwie zu schwierig und ich war nicht konsequent genug. Auf jeden Fall bin ich seit Jahren Vegetarier, aber ich esse natürlich auch viel Milch, Käse und sowas. Vorsicht. Und das ist etwas, was diesen Säureanteil im Körper natürlich ansteigen lässt. So ist es. Fleisch, auch Milch, das sind Eiweiße und Eiweiße sind, das hört man schon am Wort, sind Aminosäuren. Ne? Das sind wenn dann zu Peptiden und Protein, dann sind Eiweiß ist in Säuren eigentlich. Also ich führe direkt schon Säuren zu, wenn ich zu viel. Also die Idee von vegan auf Milchprodukte umzusteigen, so, die ist in gewissem Maße ist okay. Ja? Also es kommt auch immer darauf an, wie verstoffwechsel ich das Eiweiß bei Sport zum Beispiel. Aber
Eiweiß ist okay, aber ein gewisses Maß drüber kann eine Katastrophe werden. Mhm. Wenn es nicht mehr verstoffwechselt wird, zirkuliert es im Körper rum, lagert sich ab. Da hat vor Jahrzehnten Professor Wendt schon die Eiweißspeicherkrankheit beschrieben. Das ist eine einzige Katastrophe. Und das Eiweiß übersäuert dann eben genauso, ob es jetzt von Milch kommt oder von Fleisch. Mhm. Mhm. Das ist einfach zu viel. Okay. Genau. Jetzt wollte ich noch einen Zusammenhang erklären. Jetzt gucken wir mal, habe ich das Blatt hier. Genau. Moment, können Sie mir noch einen Tag ein, jetzt haben wir es. Was ganz Spannendes ist, ich darf dir gerade mal das Bild geben. Also, Thema Übersäuerung. Jetzt ernährt sich ein Mensch übersäuernd. Ja. Und ich hatte gesagt, dass diese Säure sich im Körper ansammelt. Alle Körperflüssigkeit wird praktisch sauer. Jetzt gibt es aber bestimmte Parameter, die dürfen auf gar keinen Fall sauer werden. Der Blut-pH-Wert darf schwanken zwischen 7,34 und 7,43. Das hört man, das ist nicht viel und es ist basisch. Also hier ist Säure, hier ist Wasser und Blut muss basisch gehalten werden. Jetzt essen die Leute die Mahlzeit, die wir vorhin beschrieben haben, im Biergarten. Yeah. Warum kollabieren die nicht? Also es müsste jetzt eigentlich dann einen Säureschock geben, einen sogenannten azidotischen Schock. Yeah, das gibt es wirklich. Yeah. Wenn der Blut-pH-Wert kippt, wenn man den überlebt, hat man Glück. Warum passiert das nicht dauernd? Die müssten ja alle umfallen wie die Fliegen. Yeah. Die spannende Antwort ist die, der Körper ist in der Lage, er kann und muss das verhindern. Wie macht er das? Er gibt über die Speicher, Mineralenspeicher, die basisch sind, die basischen Mineralen frei. In Zähnen ist vor allem Kalzium, in Knochen auch Kalzium, Magnesium und so weiter. In Knochen, in Zähnen sind kleine Kalziumkanälchen und damit muss praktisch die Übersäuerung sofort bezahlt werden, sonst würde ich ja diesen Schock bekommen. Das heißt, der Körper geht an sein eigenes Kalziumdepot, Basenreservoir, ans Bankkonto, holt da quasi Geld ab, genau, und bezahlt damit die Säureschuld. Ja, so ist wenn es. Wenn wir in dem Bild mal bleiben. Genau. Ja. Und das ist auch ein super Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich messe einen Mensch, ist der übersäuert, ne, machen wir zum Beispiel pH-Streifen, messen Urin und sagt, ich bin aber nicht übersäuert. Ja? Und dann sieht man jetzt aber bei diesem Bild, da sieht man jetzt hier bei den unteren Schneidezähnen, ist das Kalzium, ist ja weiß, dermaßen aus den Zähnen rausgezogen, dass es praktisch so einen Pegel gibt. Man könnte jetzt mit dem Filzliner exakt einmal, wohin noch der Kalziumtank gefüllt ist. Also du meinst also diesen Bereich. Genau. Oben ist hier, es viel dichter, das Weiß, und ab hier wird es durchsichtig. Genau. Nach unten wird es ja mit der Schwerkraft wird rausgezogen. Wird immer milchiger, wird immer durchsichtiger, genau, das Ganze. Bei den Unterschneidezähnen ist es oft drastischer zu sehen, weil es ja hier nach unten durch die Schwerkraft rausgezogen wird. Bei den oberen Schneidezähnen gegen die Schwerkraft nach oben, aber bei dem Bild sieht man es eigentlich auch ziemlich deutlich. Und somit kann ich mir über Jahre die Speicher ruinieren. Thema Osteoporose, Rheuma, natürlich die Gelenke gleichermaßen. Ja. Und es kommt aber gleichzeitig, es wird ja praktisch dieser übersäuernde Entzündungsbrand wird ja praktisch immer abgepuffert, bezahlt, kommt ins Gewebe und dann habe ich eine Schulter-Eckgelenk-Verkalkung, ne, so, oder Halsschlagader verkalkt, ne, grauen Star und so weiter. Das heißt also, der Zahn ist mehr oder weniger der Kalzium-Kontostand so in unserem Körper. Ja? So kann man es sehr zuverlässig sehen. Wo gezeigt wird, ob der ständig zahlen muss, genau, der Patient, genau, weil er falsch sich ernährt. Genau. Ja. Ah, okay. Und wenn man jetzt sagt, ich habe aber gerade, Herr Kunz, habe aber gerade gemessen, pH, Urin ist okay, ich bin nicht übersäuert. Ja? Also was nützen mir 10 Euro im Geldbeutel, wenn ich hier sehe, er hat 1 Million Schulden auf dem Konto, weil er über... Okay. Also man könnte so das Beispiel bringen, der Vater, in dem Fall ist es natürlich die Mutter, muss man sagen, hat dir das Kalziumkonto mitgegeben, die Firma gegründet, Kalziumguthaben aufgehäuft und über Jahre, das ist ja so ein Bild, sagen wir, der Sohn übernimmt die Firma, schmeißt die Partys, verpulvert im Wortsinn des Kalziumguthaben und es geht lange gut und ich sehe, wenn das so bei der Hälfte ist, dann fängt der Körper an wirklich einzusparen und dann sagen die Leute, ich habe keine Kraft mehr, keine Energie, ich habe die und die Beschwerde, ja, dann sagt der Körper, du, ich muss jetzt echt mal ein bisschen sparen. Das wäre jetzt auch ein super Beispiel, um von diesem Wahn wegzukommen, man meint, man könnte alles immer zuverlässig messen. Ich sage, man muss es ganzheitlich sehen. Jetzt bei so einem Zustand müssen wir jetzt vermuten, da werden die Kalziumwerte auch niedrig im Blut, ne, weil das Kalzium verloren ist. So. Auffallend niedrig, vielleicht unter der Grenze, wie es sein dürfte. Ich sage, das ist nicht so, weil, wenn man ganzheitliches Verständnis hat, ich habe gesagt, Kalzium macht Muskelkontraktion. Das Herz ist auch ein Muskel. Yeah. Jeden Herzschlag des Lebens bezahlen wir mit einer kleinen Kalzium-Einspritzung. Ja? Kalzium, zack, Kalzium, zack. Wie, also, bei jedem Herzschlag funktioniert immer das? Immer so. Kalzium-Einspritzung, das macht die Muskelkontraktion. Kalium ist noch dabei, Magnesium, das ist eine ganz feine Koordination. Und jetzt kann man sich doch nicht vor jemand hinstellen und sagen,
die Hüfte ist schon komplett abgebaut, wie ein Steinbruch benutzt über die Jahre. Ne? Rheuma zerfressen, künstliche Hüfte, Kieferbau, Zähne ausgefallen und sagen, warum sind jetzt die Kalziumwerte okay im Normbereich? Ja, liebe Leute, solange der Mensch lebt, wird das letzte Knöchelchen sein Kalzium bereitstellen, dass die alte Frau noch ihren Herzschlag hat. Ach so. Wie dämlich hält man die Natur? Die Natur wird ja nicht sagen, ich gebe jetzt kein Kalzium mehr bereit aus meinem kleinen Fußknöchelchen, um einen Herzschlag zu erzeugen. Ja? Ja. Ich muss jetzt meinen Knochen schützen. Ne? Also solange der Mensch lebt, wird Kalzium immer im Normbereich sein. Wenn jetzt aber eine Entzündungsthematik ist, hat es ja beschrieben, dann muss die Entzündung abgepuffert werden mit Kalzium. Dann wird es vielleicht sogar punktuell erhöht sein. Dann heißt, ja, Frau Müller, Sie haben sogar Top-Kalziumwerte, na Glückwunsch. Und wie sieht es mit der Hüfte aus? Also ein bisschen ganzheitliches Verständnis, das wäre halt angebracht. Mhm. Und also das Herz ist quasi der primäre Motor in dem System, das wird immer geschützt. So ist es, genau. Und so, damit du wirst das nie eben unter, ja, ich sage Leuten, als dann sie, die kommen, dann sage ich, ja, Kalzium-Thematik, und dann sage ich, die sind so ganz unten dann wirklich, ja, und dann sage ich, oh, ich schätze ja Kalzium so auf 2,2. Wo wissen Sie das? Ja klar, weil es bei dem kann es wirklich nur noch auf unterster Flamme dann brennen. Also, ich verstehe. Drunter geht es nicht. 2,1 vielleicht mal. So. Okay, okay. Jetzt hast du natürlich nicht nur eine große Erfahrung gesammelt in Bezug auf die Schüsslersalze und die ganze Regelmechanik im Körper, was da alles geht, sondern du hast das Ganze erweitert um einen Bereich in der Hochfrequenzmedizin. Ja? Ja. Du hast uns ein Gerät mitgebracht, das auch als Wasservitalisierer bekannt ist. Wie bist du denn damit, wie ist da die Anknüpfungsstelle? Was funktioniert durch eine Hochfrequenzmedizin zusätzlich zu Schüssler? Was sind da die Effekte? Ja, also ich hatte meine Naturkunde eigentlich für abgeschlossen geglaubt, weil die Erfolge wirklich fantastisch sind. Aha. Das ist vor allem Schüssler und Darm können wir vielleicht nachher dann noch besprechen. Und das war einfach unschlagbar, hatte ich gedacht. Und dann habe ich auf der Gesundheitsmesse in Böblingen, fühle ich wohl, Arthur Trenkle kennengelernt, einen Stand mit der russischen Hochfrequenzmedizin. Und Arthur Trenkle kam auf mich zu und fast beschwören mit so einem innigen, also so mit meiner Begeisterung, ja, habe ich es so wiedererkannt. Er hat gesagt, du, ich kenne nichts Vergleichbares, es ist so stark. Guck mal, ich habe hier so einen Ordner Dankesbriefe hier, wo die Leute mir schreiben, Erfahrungsberichte, das ist vom Arthur. Ja. Und dann habe ich gesagt, also ehrlich gesagt, der einzige Mensch, der so einen Ordner hat, den das ich kenne, bin ich. Jetzt komm mal an meinen Stand. Ja, ja. Und dann haben wir es so kennengelernt. Und das ist auch wieder als ein Zufall, ja. Ja, also okay. Kann man viel weiter fassen, das war Zufall, das musste so sein. Und das Prinzip ist ja, wenn man die Zähne sieht, sieht man ja, jetzt könnte man das einfach so interpretieren, das ist Mineralverlust. Ja. Also so kennen es auch normale Schüsslerianer. Wir sehen ganz deutlich, da kommt eigentlich auch keiner dran vorbei, wenn man sieht, wie das Kalzium raus ist, der Mensch braucht Kalzium, es ist einfach verloren. Mhm. Und jetzt muss man natürlich aber fragen, wie kriegt man es wieder rein? Und wenn man diesen, gerade den unteren Zahnstand mal so anguckt, das sieht ja aus wie so ein Benzintank, der so zur Hälfte noch gefüllt ist, dann müssen wir auch sagen, das hängt doch irgendwie auch mit Energie zusammen. Und ich sehe es ja, wenn die Leute so kommen, wenn das bei der Hälfte ist, ja, die sagen, ich bin müde. Oder wenn das dann noch weiter ist, können wir mal zeigen. Also bei dem Mann, der kam jetzt von Bielefeld her, in zwei Etappen so Burnout-Diagnose, müde war der. Und da sieht man, das Kalzium ist tatsächlich, wie die Sprache sagt, auf dem Zahnfleisch kommt er daher. Ja, ja, so. Ja. Und dann müssen wir sehen, also Energie ist ja praktisch null. Übrigens auch bei Depressionen ist so ein Kriterium, von Depression denkt man eigentlich immer nur, sagen wir, traurig, fröhlich. Aber ein Kriterium, um Depression zu messen, ist übrigens auch, kann man einen ganzen Artikel lesen, sich konzentrieren oder so, ja, aber es ist keine Energie mehr da. Ja, ja. Und jetzt könnte man es eben mit einem Benzintank vergleichen oder aber auch mit einer Batterieladung. Ja, wenn ja. die so leer ist, da leuchtet das Energielämpchen nicht. Oder ein Staudamm, ein Wasserkraftwerk. Wenn das richtig gefüllt ist, kann ich Turbinen antreiben, das ist Energie. Und nachdem ich die russische Hochfrequenzmedizin kennengelernt hatte, war klar, das ist praktisch, wir kommen wie sagen wir, beim Gotthardtunnel von beiden Seiten, der Arthur Trenkle von der einen, wir von der anderen, wir haben den Durchbruch geschafft, weil es ist ein Prinzip, dass wir Energie auffüllen können. Ne, beim vielleicht von der Schule bekannten Natrium-Kaliumpumpe, Kalium muss in der Zelle sein, Natrium außen und wenn das zusammenbricht, dann wird der Mensch immer schwächer. Also es ist eine Krankheit praktisch, eine Hypernatriämie, wenn zu viel Natrium in der Zelle ist. Also das müsste aber draußen sein. Genau. Der Mensch verliert praktisch immer Konzentrationsgefälle. Und wenn man das jetzt begreift, muss man sagen, okay, jetzt habe ich doch hier eine Medizin, die Energie anlegen kann. Also wenn die Menschen jetzt noch gar nichts von dieser russischen Hochfrequenzmedizin gehört haben,
Ganz kurz eine Erklärung. Es gibt auch ein Interview mit Arthur Tesla's Entdeckung der Vitalfrequenz. Genau, für all diejenigen, die es noch nicht kennen, kann man da gerne noch die ganzen Infos. Wir können das ganze Gerät jetzt nicht erklären, nee. Das ist zu komplex und alles. Ich würde zwei Sätze sagen. Ja. So. Also das Prinzip ist so, ich erkläre, Gesundheit ist ein Universum, Hormone, Neurotransmitter, Darm, Mineralien. Mhm. Es ist der Ansatz, die Gesundheit chemisch zu betrachten. Die Hochfrequenzmedizin betrachtet die Gesundheit physikalisch. Das heißt, eine gesunde Zelle hat 70 Millivolt Spannung, das ist ein kleines Powerpaket. Ja. Und je älter der Mensch wird oder Krankheiten, ödematöse Zellen, entzündete, haben vielleicht 40, 30 Millivolt, Krebszelle 15 Millivolt, es ist ein Energieverlust. Ja. Und geht diese Maschine, dieses Gerät ist in der Lage, eine Frequenz zu erzeugen, die vom Körper absorbiert werden kann und dadurch die Kraftpakete in der Zelle wieder in ihre Arbeit kommen, weil sich die Zellspannung erhöht. Perfekt. Es kommt wieder zur Mikrozirkulation, die Zellen kommen wieder in die Ordnung, in die eigentliche Aufgabe, die sie zu erfüllen haben. Ja. Und das ist das Geheimnis von dieser Maschine eigentlich. Ja. Was ist jetzt die konkrete Verbindung zu Schüssler? Was passiert? Das ruft praktisch den Nachteil, dass ich jetzt sage, wenn ich jetzt diese Energie zur Verfügung habe, dann kann ich doch dann zu feinen Mineralien zu den Zellen bringen. Ich kann jetzt einfach mal... Also werden die dann noch effektiver dahin geschoben, wo sie eigentlich hin müssen? Ja, ich erzähle jetzt am besten, es ist immer besser, konkrete Beispiele mal zu nennen, wie effektiv das ist. Also ich arbeite jetzt schon mit Schüssler und dem Tesla-Gerät zusammen, dass es nicht so in der Luft hängt. Wir können dann gleich kurz auch mal zeigen, wie man das macht, von der Handhabung denkbar einfach. Aber ich sage dir mal so vier Fälle, die wirklich ganz toll passiert sind schon. Also wir hatten jetzt zum Beispiel einen Fall, eine Frau hatte einen Pferdeunfall, junge Frau hat hier Narbe. Pferdeunfall heißt, sie ist gestürzt vom Pferd, auf den Arm gebrochen, hat hier Metallplatte drin und kein Gefühl mehr hier im ganzen Arm. Sie kam zur Behandlung, hat den Arm so auf den Tisch gelegt, in der Schlinge, so. Ich habe ihr die Schüsslermischung gegeben für Nerven, Regeneration, Wundheilung. Das werden wir dann gleich sehen, wie man das macht, ganz einfach. Im Wasser erst zu trinken. Die hat Behandlung gemacht, 35 Minuten mit dem Gerät, mit der Antenne und kam nach 3 Tagen wieder, wollte den nächsten Termin und hat mir gezeigt, Herr Kunz, gucken Sie mal. So, ja, immerhin, es war wieder Kontakt da, ja. Dann hat sie noch ein paar Termine gemacht, sie hat so Fortschritte gemacht, sie hat gesagt, ihre Physiotherapeutin sagt, die Fortschritte, die sie jetzt in 6 Wochen erzielt hat, wenn überhaupt frühestens normalerweise ein halbes Jahr von der Dauer. Ein alter Mann kam, zweites Beispiel, 79 Jahre, hat hier beim Bein, kennst du offenes Bein, so eine Wunde? Und das muss man ja vorstellen, das ist ja nicht nur einfach hier jetzt offen, wenn ich mich jetzt geschürft habe beim Fußball, ist es auch offen, sondern das Bein ist ja mit 79 Jahren, das ist blau-rot, nicht durchblutet, da tut sich ja nichts, deswegen heilt es ja nicht zu. Ja? Der Mann hat... Ich habe dem die Schüsslermischung gegeben zur Gewebsregeneration, Wundheilung, Durchblutung. Mit dem Tesla-Gerät behandelt, 35 Minuten. Das klingt jetzt wirklich unglaublich. Er hatte am einen Tag 10 Uhr die Behandlung gemacht. Und am nächsten Tag kam der und hat ein Gerät gekauft. Er hat gesagt, ich sehe das heil zu. Das klingt jetzt so, ich kann es nur so sagen, wie es war, von einer Behandlung. Also ich kenne Bilderfolge von einem offenen Fuß von einer Frau, die innerhalb von 6, 8 Wochen diese Wunde, die wirklich so groß war und tief war, das ist zugeheilt, rosa Fleisch drüber, alles wieder in die Ordnung gekommen. Wir können hier Turbo-Effekte erzählen, Okay, ich verstehe. Ja. Aber eine Frage interessiert mich jetzt, habe ich jetzt schon noch, was mich interessiert ist, wie wird es denn konkret eingesetzt, das Gerät? Du hast gesagt, diese Maschine hier und diese Antenne, wie kombinierst du das mit Schüssler? Was machst du da genau, konkret? Genau, die Anwendung ist natürlich so einfach. Wir hatten gesagt, allein beim Lutschen von Schüssler kriegst du es ja direkt ins Blut. Ja. Normal erfolgt die Anwendung vom Gerät so, dass man ja mit der Antenne zunächst mal das Wasser vitalisiert. Ich kann das gerade mal am besten, zeigt man das immer direkt zeigen. Jetzt drückt man hier auf den oberen Knopf und vitalisiert normal das Wasser, das grüne Lämpchen blinkt. Was heißt vitalisieren? Du nimmst die Antenne und... Genau, jetzt wird es hier einfach, die Antenne haben wir jetzt hier vorbereitet, beim Kochstudio haben wir alles vorbereitet. Ja, ja. in diese schöne Karaffe hier haben wir Reagenzglas, dass es nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Es wird jetzt nichts passieren, Menschen oder so, nur dem Gerät ist halt besser.
hängt es hier rein, nach 5 Minuten piepst es und dann hat das Wasser diese Heilwirkung wie eine Quelle, hexagonale Struktur. Also sprich, jetzt wird das Wasser befeldet, die Information von dieser Frequenz geht über aufs Wasser. Wasser hat ein Gedächtnis, Emotor und so weiter. Also alles, diese Struktur ist jetzt in diesem Wasser drin. Okay. Genau. Verstehe. Ja. Das befeldet man normalerweise, wenn man jetzt nur dieses Gerät hat, das Wasser, trinkt das Wasser, das hat schon eine tolle Heilwirkung. Die roten Blutkörperchen, die ja normal bei Krankheiten zum Beispiel zu Geldrollenstaben verbappen können, die sind dann wieder frei nach 15 Minuten von dem Wasser trinken. So. Ja, ja. Und da können wir jetzt einfach in das Wasser vorher schon Schüssler rein. Ich zeige das jetzt mal. Nehmen wir mal jetzt so ein Beispiel Nummer 7. Ja. Gegen Muskelverspannung, Krämpfe, Koliken. Jetzt wird man hier so 10 Tabletten, das ist nur zur Anschauung, ins Wasser geben, auflösen lassen. Und dann nimmt man einfach die Antenne. Also, zieht man das Reagenzer sehen, die Antenne. Und dann hier, das ist ein bisschen zu lang, ich hebe das so wie bei der einfach Karaffe. Mit dem Schüssler befelden. Ja. Dann haben wir die Mikrominerale natürlich von Schüssler hier drin. Energetisiert und dann könnte man das Wasser trinken. Oder? Ich verstehe, das ist die Kombination. Also man nimmt das Wasser, in dem die Mineralien aufgelöst werden sind, das wird vorher noch befeldet und dadurch wird die Wirkung nochmal verstärkt. Das ist dieser Super-Effekt. Okay. Genau. Oder ich würde jetzt behandeln, sagen wir zum Beispiel meine Leber, hätte irgendwie Probleme, Fettleber, irgend sowas. Ja, würde ein Lebermischung Schüssler vorbereiten. Das wäre Nummer 3, 4, 6, 8, 9, 10. Ist eine super Lebermischung. Kann man die alle in ein Glas kippen dann? Alle zusammen in ein Glas oder zweierweise lutschen. Ich könnte jetzt immer 2 Tabletten hier rausnehmen. In meinem Buch, das dann jetzt im Herbst erscheinen wird, stehen dann genau die Programme drin. Für Leber zum Beispiel, wie viele Tabletten von der Nummer 3, von der Nummer 4, ein Leberprogramm. Mhm. Und würde die, sagen wir, eine Behandlung zum Beispiel eine halbe Stunde, würde jetzt meiner Leber was Gutes tun. Und dann einfach die Leber so befelden, kann man auch so ein bisschen streichen dann. Mhm. Und währenddessen immer 2 Tabletten lutschen oder eben das Wasser trinken. Also die Anwendung ist denkbar einfach. Also, okay, alles klar. Ja. Ach, und das ist der Kombinationseffekt von Schüssler mit Hochfrequenztechnik, dass da eben das Ganze noch potenziert wird sozusagen. Sagen, ja? Genau. Oder halt erweitert wird. Ja. Die Leber würde sich doppelt anbilden, weil die ist physikalisch gesehen tatsächlich die Leber selbst eine stehende Welle, was wir hier haben. Da kann man mal auch googeln beim Alexander Lauterwasser, einer der größten Wasserforscher unserer Zeit am Bodensee, stehende Wellen. Und dann habe ich ja direkt praktisch ja wie so ein Adapter für alle Wirkungen. Ne, die Leber hat 900 Funktionen, ne, die kann auch Kollagen bilden und für die Sehkraft und so weiter. Ja. Wir denken immer nur Entgiftung. Ja? Also da kann ich erheblich Gesundheit erzeugen, wenn ich dann hier so ein Leberprogramm lutsche oder das Wasser trinke und dann hier einfach mal eine halbe Stunde befelde. Okay. Ja, das ist fantastisch. Ich verstehe, Genau. Lieber Wolfram, vielen Dank schon mal für diese ganzen ausführlichen Infos. Wir werden uns wiedersehen zu einem zweiten Teil, weil das passt alles gar nicht in eine Sendung rein. Also danke dir schon mal für alles, was du uns bisher erklärt hast und ich freue mich auf den zweiten Teil. Und ja, liebe Zuschauer, auch für Sie an dieser Stelle der Hinweis nochmal auf das Gespräch mit dem Arthur Drenkle, Teslas Wiederentdeckung der Vitalfrequenzen. Auch ein ganz tolles, wichtiges Gespräch gewesen und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen bis dahin. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid beim zweiten Teil, wenn wir noch tiefer einsteigen in das Geheimnis von Tesla meets Schüssler. Tesla trifft Schüssler sozusagen. Ja. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.